iceberg. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwarz auf Weiß. Heute aus dem wunderschönen München mit keinem geringeren als der Legende Moritz bleibt treu. Wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist. Das kann ich nur so zurückgeben. Es ist mir eine sehr große Ehre, heute mit dir hier gemeinsam zu sitzen. Herzlichen Glückwunsch zu der erst kürzlichen Trauung mit deinem Herzblatt. Ja, ja, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin sehr glücklich. Dankeschön. Es ist immer schön, wenn man heiratet und... Ja, gerne. Meine Frau sagt jetzt immer, sie möchte es jetzt eigentlich alle 6 Monate machen. Kenne ich immer. Also, ja. Ja, aber ich verstehe das. Es ist so, ja, vor allem, weil wenn man das dann so plant, das ist ja auch eine schöne Sache und ne, das füllt einen ja auch aus, also gerade sie in diesem Fall. Ne? Und wenn das dann so weg ist, dann ist es vorbei und dann denkt man sich dann irgendwann so, ach, ist normal und so. Es war sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Moritz, du kommst aus einer Schauspielerfamilie. Erzähl mir noch ein bisschen über die Historie deiner Familie. Ja, ich bin waschechtes wahrscheinlich Schauspielerkind. Also ich bin alleinerziehend mit meiner Mutter groß geworden, die eine Schauspielerin war und mein Vater war auch einer. Den habe ich aber nie kennengelernt. Ich habe den nur 2-mal so in meinem Leben bewusst wahrgenommen, leider. Okay. Auch auf der anderen Seite, ich bin eigentlich Österreicher, beide Eltern kamen aus Österreich, mein Vater aus Innsbruck, meine Mutter aus Wien. Und in München haben die mich dann bekommen, also hier ist meine Geburtsstadt. Wow. Tatsächlich, hier bin ich geboren. Und dann ist meine Mutter, dann gab es eben... Und dann ist meine Mutter mit mir alleine weg nach Hamburg. Und da bin ich dann groß geworden. Stichpunkt Hamburg. Du genießt ja eine sehr hohe Kredibilität, eine besonders hohe Kredibilität, würde ich sagen, bei Leuten mit Migrationshintergrund, was wahrscheinlich auch auf gewisse Werke zurückzuführen ist. Aber in general, wenn man dich das fragen würde, was denkst du, was so der Hauptgrund ist, dass Leute mit Migrationshintergrund so große Moritz bleibt treu Fans sind? Ja, wenn das denn so ist, so, aber das ist ja, wie soll man sagen, ja, das liegt höchstwahrscheinlich in der Natur der Sache. Ich bin selbst nur unter Ausländern, Schwarzköpfe, nenn es, wie du es willst, groß geworden. Mir waren türkische Haushalte, griechische Haushalte, italienische immer näher als deutsche. Also deutsche bürgerliche Haushalt war für mich immer eher, ich fand es auch geil so, weißt du, ich wollte eigentlich immer genauso sein. Ich fand es auch immer so cool, wenn die dann alle so pünktlich gegessen haben und das war alles so brav, weißt du so, und Mittagessen gab es und so und auch immer den ganzen Kanackenfreunden immer so, was Mittag, ja, hol dir Döner oder irgendwas so, ne? Ja, wenn du Hunger hast, wann gibst du Mittag, wenn du Hunger hast, dann. So, und irgendwie fand ich es immer geil. Aber ich habe immer eine größere Nähe dazu gehabt und deshalb, und hinzu kam ja, dass auch, also es ist ja auch so gewesen, dass da, wo ich groß geworden bin, mein eigentliches Problem war, dass ich weder hier noch da zugehörig war. Weil die Deutschen immer irgendwie gesagt haben, Digga, du siehst doch auch nicht ganz deutsch aus, so, ne? Irgendwas ist doch bei dir drin. Und für die Kanaken war ich nicht dunkel genug, weißt du? Und deswegen bin ich so immer so ein bisschen in der Mitte geschwommen irgendwie, was eine Zeit lang auch ein Problem war. So, ne? Ja, ich meine, das ist ja auch generell ein Problem von Leuten mit Migrationshintergrund. Ich bin Iraner, ich habe iranische Wurzeln. Ich sehe mich aber auch als Deutscher. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich werde im Iran aber nie als Deutscher anerkannt, als Iraner anerkannt. Und ich werde in Deutschland nie als Deutscher anerkannt. So genau. Also dieser Daywalker. Du bist irgendwie immer zwischen diesen zwei Fronten und versuchst das Beste daraus zu machen. Alman Jö wie die Türken. Yes, sir. Du kommst aber aus dem Brennpunkt, oder? Also das ist doch schon auch mit ein Teil, glaube ich, der dich stark geprägt hat und dazu geführt hat, dass du diese Kredibilität auch sehr gut und vor allem authentisch nach außen trägst. Ja, also das St. Georg, wo ich groß geworden bin in Hamburg, das Bahnhofsviertel, das ist mittlerweile ein absolut durchgentrifizierter und sehr schöner, wobei es gibt immer noch Teile davon, also wer sich in Hamburg auskennt, der weiß, den Hansaplatz, den Steindamm kriegst du nie so ganz sauber so. Ja, ja. Das wird auch nicht gehen, da kann sich die Stadt versucht das seit Jahrzehnten, aber das wird nicht gehen. Naja, das ist halt auch so, es ist ein Bahnhofsviertel, ne? Ja. So, Kinder kommen und gehen so, es ist ein einfaches Prinzip und es war damals halt vor allem, es waren halt Drogen und wo Drogen sind, ist Prostitution und so weiter. Das ist halt immer ein riesengroßer Kreislauf und das ist für mich eine ganz normale Geschichte gewesen irgendwie in meiner Kindheit und Jugend. Das ist dann irgendwann weniger geworden, ne? Weil man ja auch Heroin immer besser in den Griff bekommen hat und so. Ja. Aber das war in meiner Jugend war das schon offene Straßenprostitution halt überall und ich musste dann schon erstmal irgendwie schnallen. Ich bin da mit 10 hingekommen oder so. Warum dann die Frauen Minirock und Moonboots tragen, weißt du? Musste ja, also heute ist das Mode, ist mir schon klar. Ja. Aber man muss ja auch mal sich überlegen, wo diese Mode herkommt. Ne? So. Und dann hat mir meine Mutter halt gesagt, ne, weil ich weiß noch genau, dass mir das nicht eingeleuchtet hat. So, weißt du? Ich habe das so gesehen und denke mir so, warum hat die Moonboots und einen Minirock? Also dir ist kalt, deswegen trägst du die Moonboots.
aber warum hast du denn einen Minirock an? So, weißt du? Da war jemand geklingelt. Und meine Mama so, naja, guck mal, die gehen da, die stehen da ja auch aus folgendem Grund. Also ich bin mit bestimmten Sachen einfach sehr, sehr früh in Berührung gekommen, wie das halt so ist in Rotlichtvierteln. Und das hat mich sicherlich auch geprägt, klar. Wenn wir über Prägen reden, würdest du vielleicht sogar sagen, dass dein Background, dein kultureller Background in dem Metier, in dem du aufgewachsen bist, möglicherweise auch zu deinem Storyteller-Skillset beigefügt hat? Ich meine, man sagt ja dem Ogrin immer sehr gerne hinterher, dass es immer eine sehr blumige Sprache ist, man ja sehr viel Emotion in die verbale Ausdrucksweise einbringt und gerade du als Person des öffentlichen Lebens hast ja auch sehr oft die Situation, wo du einfach auf gewisse Fragen, die dir in der Presse gestellt werden, entsprechende Story-Snippets, möchte ich mal sagen, von dir preisgibst. Glaubst du, dass das auch ein Einfluss war, diese griechisch, türkisch, italienische Kultur? Ja, total. Aber ich glaube viel mehr noch auf mein Spiel auch. Ne? Also mein Spiel ist ja auch immer, ich glaube, da haben sich auch viele Schwarzköpfe wiedergesehen. Ich war immer ein Schauspieler, der viel mit Händen spielt, der viel gestikuliert, viel. Ist halt auch, das war damals auch, als ich angefangen habe zu spielen, auch sehr undeutsch. Ne? Also das, was Till Schweiger immer Knattern genannt hat. So, ne? Oder Nett, und Knattern haben wir das früher immer genannt. Also damals saßen die Schauspieler im Tatort, die saßen ja wirklich dann immer alle so da. Und wenn die dann mal zur Kaffeetasse gegriffen, hast du schon gesagt, oh, jetzt ist aber was los. Ne? Und dann wurde geredet, der Satz wurde ausgesprochen. Ja, sehr vor monoton, jedem Satz angeatmet. Damit ist und das war so eine Zeit, wo ich habe auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, Filme zu machen, darf man ja auch nicht vergessen, es gab ja streng genommen gar keinen Film. Ne? Also es gab, ich bin, apropos, um auf deine erste Frage vielleicht nochmal einzugehen, als Theaterkind groß geworden. Ne? Also für mich war spannend. Die Schauspielerei nie was, wo ich gesagt habe, ich habe Vorbilder wie Till Schweiger, wie, keine Ahnung, alle die der Matze, Schweighöfer, alle Elias. Ne? Mhm. Das gab's, nee, Emilio, das gab's nicht für mich. Für mich gab's Tatort. Ein Fall für zwei, oder wie hieß das? Keine Ahnung. Die Deutschen haben keine Filme gemacht. Alle Jubeljahre gab es mal. Dann gab es natürlich das deutsche Autorenkino der 60er, 70er Jahre, in das ich quasi mit meiner Mutter auf Theaterebene so reingeschlittert bin. Aber das war so Kunstzeugs, womit du natürlich als Zwölfjähriger überhaupt nichts anfangen kannst. Das fand ich auch überhaupt nicht sexy. Es war einfach total uncool so. Ne? Und geprägt war ich natürlich immer vom Hollywood-Kino. Mhm. Aber mein tägliches Erleben mit dem Beruf, das hat halt auf Probebühnen stattgefunden und nachts in irgendwelchen Kantinen, wo ich gepennt habe, bis morgens um vier, weil meine Mutter meinte, die Welt auseinandernehmen zu müssen, intellektuell. das war der Zeitgeist der damaligen Zeit. Ne? Also Theater wurde nicht gespielt oder überhaupt die Schauspielerei hat nicht stattgefunden, weil man irgendwie geile Uhren tragen wollte und so, sondern das war, da ging es um was, weißt du? Und das war das Einzige. Geld war verpönt eigentlich, ne? Fame sowieso, das war, keiner wollte berühmt sein, es ging halt wirklich um was. Ne? Das war eine Auseinandersetzung mit Dingen, hochpolitisch. Und das und so, wenn du willst, bin ich geprägt. Und dadurch habe ich vielleicht, anders als vielleicht viele junge Schauspieler in der heutigen Generation, obwohl ich nicht so aussehe, einen sehr gefestigten Unterbau in dem Beruf. Absolut. Und auch ein sehr... streng auch. Also meine Mutter war auch sehr streng. Die war, also die hat mit dem Beruf nicht rumgescherzt, weißt du? Das war nichts, du gehst immer hin und sagst immer einen Satz und so. Ne? Also das war schon, ich wusste immer, wenn du das machst, dann musst du 100% deines Selbst da immer geben. Und du brauchst eine große Leidenschaft dafür. Und ohne hätte es auch nicht geklappt. Also war das auch wirklich deins so ab der Jugend, dass du sagst so, ey, für mich war eigentlich klar, ich werde Schauspieler, ich bin durch den Intellekt des Theaters oder durch die politischen intellektuellen Einflüsse des Theaters geprägt, nicht nur geprägt, sondern das ist auch wirklich das, wo ich hin möchte? War das wirklich früh für dich klar gewesen? Nee, es war genau andersrum so. Ich wusste, ich will Schauspieler werden, das wusste ich, seit ich ganz klein bin. Mhm. Aber ich wusste immer, dass so wie meine Mutter das macht, da so will ich das nicht. Warum möchtest du das nicht am Ort? Das ist mir zu anstrengend, dieses Theater ist mir zu anstrengend, es geht mir um zu wenig, das ist mir zu inzestuös, irgendwelche Leute, die sich über Probleme definieren, die nicht meine sind. Mhm. Es war mir zu entrückt von meinem täglichen Leben, viel zu weit weg von dem, was mich begeistert hat, auch als in der Wahrnehmung jetzt in der Schauspielerei. Ne? Klassisch mit New Hollywood groß geworden, ne? Hoffman, De Niro, Chris Walken, das waren meine Jungs, so, ne? Pacino, damit bin ich groß geworden. Und ich wusste immer, ich will Schauspieler werden. Ich wusste aber auch immer, so wie die das hier so machen, in diesem Deutschland,
wird es schwierig so. Aber mal gucken. Ich wusste halt auch irgendwie gleichzeitig, ich habe keine Option. Also so ist der Beruf. Und ich sage mal so, wenn sich das alles nicht so entwickelt hätte, wie sich es entwickelt hat, wenn ich heute, jetzt, morgen, sage ich auch meiner Frau oft, in Stuttgart am Theater spielen müsste, ja, dann würde ich das tun, mit Leidenschaft und Freude. Und dann würde ich da mein Ding machen. Also das ist, weißt du? Also finde ich cool. Weil ich wäre da genauso glücklich geworden als Schauspieler. Ich bin sehr dankbar für alles, was, ne, und ich habe unheimlich viel Glück gehabt in meiner Karriere. Aber wenn es morgen hieße, so Moritz, das ist jetzt mal vorbei und du machst es jetzt mal wie früher und jetzt gehst du schön hin, wie deine Mama das gemacht hat. Zack, hier, täglich außer Montag, ne, morgens auf der Probe, von morgens um 10 bis um 3, ab nach Hause, eine Stunde schlafen und um 5 in der Maske. Und dann bist du schön um 12 fertig. Wenn du richtig Pech hast, spielst du ein Hamlet und bist noch bis 1 auf der Bühne. So, ne? Und meine Mutter hat Repertoire gespielt, weißt du, 5 Stücke gleichzeitig, das musst du dir mal vorstellen. Und täglich außer Montags, Weihnachten, Silvester, anstrengende Scheiße. Denkst du, dass vielen Schauspielern heute vielleicht auch dieses Handwerk fehlt? Also ich hatte eh so den Gedanken, der mich sehr interessiert, wo siehst du den Unterschied zwischen Schauspielern heute und früher? Aber gerade so das Handwerk, ne, was ja auch so einen Theaterschauspieler ausmacht, ohne jetzt gegen Schauspieler der heutigen Zeit, die in den Film-Rundfunklandschaften ihr Unwesen treiben, haten zu wollen. Glaubst du, denen fehlt da dieses gewisse Handwerk, zu sagen, ey, da sind die gar nicht in der Lage, die sind gar nicht capable, sich da auf eine Bühne zu stellen und ein Theater zu spielen, Hamlet, whatever? Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt beides, ne? Aber es gab für meine Begriffe sogar auch eine Renaissance von Theaterschauspielern im Film. Also viele von den Jüngeren, das ist blöd, das von mir zu sagen, aber viele von denen, die in der letzten Zeit groß geworden sind, auch die haben Theatererfahrung und stehen auch auf Bühnen. Und das finde ich persönlich unheimlich gut. Dann gibt es auf der anderen Seite die, das hat sich auch auf eine Art und Weise entwickelt, wo ich eben nicht so dran bin, die eben über Instagram, Follower, was weiß ich, Reichweiten, dann anfangen, einfach als Marketing-Tool innerhalb der Filmwelt eine Rolle zu spielen. Ne? Das ist aber, das nehme ich dann auch gar nicht als Schauspielerei groß wahr, weißt du? Also ist auch nicht so, dass ich sage, ich habe da weniger Respekt vor. Ich finde, man muss dann immer nur mit dem Begriff so ein bisschen vorsichtig sein, weißt du? Also es gibt einfach viele Leute, die nennen sich so. Und da würde ich halt sagen, so, nee, darfst du nicht, weißt du? So, du machst das gut für eine Zeit, vielleicht so hobbymäßig, aber das ist, da fehlt mir dann schon was. Aber das kann ich kann nicht per se sagen, das ist in der jüngeren Generation schlimmer. Ne? Da hat sich nur unheimlich viel geändert, diese ganzen Hebel haben sich halt verändert total. Ja, ich meine, durch die ganze Reality-Landschaft und das ganze Trash-TV hat sich, glaube ich, auch, ist ja auch alles so ein bisschen verschoben worden. Auf einmal hast du auch irgendwie eine Epoche, in der Musiker anfangen, Filme zu spielen, was oft, ja, ich möchte mal sagen, mit Vorsicht zu genießen ist. Ne? Also es ist manchmal für einen Fan vielleicht ganz geil, wenn 50 Cent in irgendeinem Film mitgespielt hat, aber wobei das jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, da ich seine Rolle in Power eigentlich ziemlich cool fand, aber ja, und du siehst ja auch die nächste, also sagen wir mal so, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Filmstar, Movie-Star und Schauspieler. Das sind eigentlich streng genommen zwei verschiedene Berufe so. Und bei den allerwenigsten kommt das zusammen. Also es gibt viele, die sind 1A Movie-Stars, ne? Ja. Die sind aber, wenn es um das schauspielerische Skillset geht, um die Verwandlungsmöglichkeiten, ne, um all das, eigentlich sehr eingeschränkt, sind gar nicht so gut in Anführungsstrichen, aber sie sind perfekte Movie-Stars, ne? Weil Schauspielerei immer eine Projektionsfrage ist und sie eben sich dann als Held in einer Geschichte so gut eignen, dass man sagt, der muss gar nicht so gut sein. Also ich will es jetzt gemein, das zu sagen, aber George Clooney gehört sicherlich dazu. George Clooney ist keiner, der durch seine Vielseitigkeit glänzt, wo man sagt, oh mein Gott, wandlungsfähig, was kann der, Zapp-Zerab-Veränderung. Aber er ist eine perfekte Projektionsfläche und er ist ein Movie-Star, weißt du so. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als ein Schauspieler zu sein. Und die neue Generation Movie-Star, das sieht man schon, finde ich, die ist mittlerweile sogar fast mehr, als was sie früher war. Also achte drauf, wie viele mittlerweile von Jared Leto über Dings, Emilio, ne? Wow. So, weißt du, die können alles heutzutage, Digga. Die neue Generation kann alles. Die können singen, die können spielen und dann haben die noch eine Modekollektion nebenbei. Und ich stehe so da und sage, wow, was geht hier denn ab? So, also da hat sich unheimlich viel geändert. So, in diesem, also früher bist du ein Filmstar halt, wie bei mir, einfach auch wirklich zufällig geworden. Also ich war halt,
habe halt das Glück gehabt, dass ich in einem Film, der erfolgreich war, gut war. Mhm. Und dann hat sich das so entwickelt. Aber es ist nichts, weißt du, was man bauen konnte oder wo man sagt, du hast bestimmte Felder, die du beackern musst, damit du dies und hier ist Insta, da ist das, da musst du das, da musst du die hasseln, da musst du da hasseln, da musst du da. Das ist heute ein völlig anderes Spiel, so ein völlig anderes Spiel. Und ich stehe da bewundernd davor, wenn ich mir die jungen Kollegen angucke, mit was für einer, mit was für einem Ehrgeiz und mit was für einer Power die durchziehen, das ist für mich, ich bin beeindruckt, kann ich nur sagen. Ja. Wir waren früher alle faul. Die Generation meiner Mutter, alle besoffen, so, sowieso unpolitisch, weißt du? So meine Generation war eigentlich so, wir waren so, politisch geprägt, ne? Ja, auch noch politisch geprägt, aber auch so, gerade viele Spieler hatten halt auch so ein, wie soll man sagen, so eine bestimmte Grundverrücktheit und eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal Scheißdraufhaltung, die gehörte einfach auch so zum guten Ton. Das fehlt mir übrigens heutzutage so ein bisschen manchmal. Mhm. Weil so gut wie die junge Generation ist, manchmal finde ich sie so ein bisschen angepasst, weißt du? Manchmal fände ich es ganz gut, wenn sie ein bisschen mehr Ecken und Kanten hätten, hier und da, weißt Bold, du? Bold, ja, bin ich bei dir. Was meine Generation immer irgendwie hatte, so auf eine Art, ne? Aber gerade in deinem Fall, Moritz, muss ich aber ganz ehrlich sagen, zum einen hast du gerade die junge Generation angesprochen und die Vielfältigkeit, die sie an den Tag bringen. Also Pharrell hat es sehr schön mal propagiert, die Rolle des Pluralisten in unserer heutigen Zeit, ne? So start putting us into boxes. Ich bin Musiker, ich bin Schmuckdesigner, ich bin Fashion-Designer, ich spiele in einem Film mit, ich mache so viel. Ein Moritz Bleibtreu ist ja jetzt auch nicht nur Schauspieler. Ne? Also nennen wir das Kind beim Namen. Du bist ja schon auch aktiv in anderen Gefilden und das auch nicht weniger erfolgreich. Ja, aber trotzdem so, also das zum Beispiel jetzt so das wär, für mich persönlich wäre das nichts. Ne? Aber ich find's einfach auch beeindruckend, weil man braucht ja viel Kraft dafür. Also du brauchst dir für die Schauspielerei alleine schon sehr viel Kraft. Und du brauchst für die Musik schon sehr viel Kraft. Und ich stehe halt dann immer davor und denke mir so, oh mein Gott. Yeah. Aber ich bin halt auch faul. Ne? Ich war halt auch schon immer faul und bin halt auch faul. Aber das ist auch ganz gut so. Das sollen die anderen machen. Sollen die anderen. Ja, ich habe eine fleißige Frau. Das ist alles gut. Ich kann ein bisschen Frau sein. Alles Liebe Grüße an Sie an der Stelle. Wenn du dir mal die mediale Landschaft aktuell anschaust, also ich habe das Gefühl, dass immer sehr viel daran gelegt wird, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, gerade Personen aus Musik und Film, die so eine kulturelle Relevanz für uns an den Tag legen, also die wirklich so viele Menschen auch positiv beeinflussen. Und das sage ich dir jetzt nicht einfach nur so dahin, sondern ich finde es enorm wichtig, wenn Leute einen positiven Impact auf Jugendliche, aber auch Leute mittleren Alters, wann, wie auch immer, haben können. Ich finde es immer sehr tragisch, wenn diese Persönlichkeiten in den öffentlichen Medien in ganz spezifischen Formaten auch gerne zersägt werden. Ne? So, als würde man sich so diesen einen Fehler rauspicken, was jetzt auch kein Geheimnis ist, was ich hier gerade erzähle, und ihn daran halt wirklich zugrunde drücken. Ich finde das schrecklich. Also ich finde dieses Redaktionskonzept schrecklich. Ich bin selber Kolumnist, ich schreibe. Es ist mir durchaus bewusst, was für einen Impact ich habe, wenn ich über ein Thema schreibe, wenn ich fronte. Aber ich denke, dass es unangebracht ist, genau diese Persönlichkeiten, die so einen guten Einfluss und so einen kreativen, inspirierenden Einfluss auch mit sich bringen, zu ruinieren. Denkst du nicht, dass das absolut fehl am Platz ist und auch hinter der Zeit ist, in den heutigen Social-Media-Zeiten, in dieser Zeit des schnellen Informationsaustauschs? Wenn alle schreien, hört keiner mehr zu, so, weißt du? Und das ist die Zeit, in der wir momentan leben, das ist das Problem, ne? Alle schreien, alle haben eine Meinung, die früher keine hatten. Die sozialen Medien haben ihnen etwas gegeben, was die Menschen früher nicht hatten. Eine Meinung, die wird ausgenutzt, es wird geschrien, weil so viel geschrien wird, hört keiner mehr zu. Und deshalb reden alle aneinander vorbei. So, weißt du? Und das ist schade, weil man am Ende jetzt eine Gemengelage hat, wo so viele Leute im Einzelnen vielleicht, weißt du, was Richtiges sagen, aber man kann ihnen nicht mehr zuhören, weil ein Medienmonster sie schon so zersägt oder so gepackaged, apropos Pharrell, in eine Schublade gepackt hat, die einen Sticker drauf hat. Und ich sage immer nur, ich wünsche mir für die heutige Zeit eigentlich nichts weiter, als dass wir wieder lernen zuzuhören. So einfach, richtig, weißt du? Es geht einfach um die zuhören. Einfach vielleicht mal die eigene Meinung gar nicht mal so wichtig sein zu lassen und auf Basis der Toleranz zu sagen, okay, um mir die überhaupt zu bilden, muss ich sowieso erstmal zuhören. Und mir das anzuhören. Und natürlich, wenn wir in einer Zeit leben, wo wir uns darüber definieren, dass ein Stück, was ist das? Woraus wird ein iPhone gemacht? Keine Ahnung, Metall, Glas, Dings, uns und in unserer Emotionalität grundlegend beeinträchtigt, unser Leben beeinflusst, unser Leben komplett eigentlich steuert und wir agieren, interagieren mit fiktiven, vollkommen fiktiven
was Person kannst du noch nicht mal sagen. Ich weiß ja noch nicht mal, wer das ist. Und trotzdem lässt du dich von der Meinung von Nadine, die gerade wieder irgendwas unter deinen Kram geschrieben hat, beeinflussen und lässt dir den Tag versauen und zweifelst an dir, überlegst dir, was du sagst oder was du nicht sagst. Und ich denke mir halt so, boah, das ist halt für mich, ich halte das eben für sehr gefährlich hier und da. Man muss, glaube ich, da eine große Ruhe haben und sich immer wieder ins Gewissen rufen und sagen, Alter, zuhören, diese Leute existieren nicht. Ich bin der Mensch, der ich bin, und ich kann mich nur darüber definieren, erstmal, dass ich zuhöre, wenn ich eine Meinung habe. Und weil das Problem ist ja, ich versuche einfach, wenn ich von Dingen nichts weiß, nichts darüber zu sagen. Und das ist auch, glaube ich, und das wird natürlich immer schwerer. Die Welt ist unheimlich komplex. Was weiß ich denn über SpaceX? Und was weiß ich denn über Bitcoin? Ich habe mir das einmal erklären lassen und da habe ich gedacht, ich kriege einen Lachanfall. Weißt du, was ich meine? Wo ich gesagt habe, so Moment mal, du willst mir erzählen, das ist ein Riddle? Like Bitcoin is a riddle? Mhm. It's just it's a riddle. Und der den größten Rechner hat, der knackt das Rätsel, und der das Rätsel knackt. Ja. Ich sage, willst du mich verarschen? Das ist not real. Doch, so funktioniert das wirklich. Ich sage, nein, doch. Und da siehst du, wie komplex der Scheiß geworden ist. Und das ist, glaube ich, das Problem für Menschen heute. Habe ich gerade noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Weißt du, so, es ist natürlich unheimlich einfach, die Hand, und damit möchte ich niemanden diskreditieren. Nein, ich bin vorbei. Weil ich verstehe, diese Leute haben Ideale, und jetzt klebst du dich an einem Goya-Bild fest, und ich verstehe dein Ideal. Ich verstehe, dass du sagst, guck mal, das ist nicht wichtiger. Gleichzeitig aber, wie willst du, was soll das wirklich jemals irgendwie bewirken können? Und stellst du dich damit nicht in den Mittelpunkt? Und gleichzeitig weiß ich, du machst das eigentlich nur, weil du Angst vor der Zukunft hast. Weil diese ganze Generation Angst vor der Zukunft hat, weißt du? Weil die alle sagen, boah, die Welt ist so komplex geworden. Wie soll ich da stattfinden? Wo soll ich da wie erfolgreich sein? Hm. Ich habe vorgestern gelesen, Bad Barbie hat in Oxford einen Vortrag gehalten, wo ich sage, wow, du weißt, wer das ist, ne? Natürlich. Ja, wenn Bad Barbie in Oxford Vorträge hält, verstehst du, dann wird das schwierig, für einen 16-Jährigen zu sagen, das mache ich. Das ist nicht einfach mehr heutzutage. Es ist wahnsinnig komplex geworden, so, ne? Und deswegen ist es umso wichtiger, zuzuhören, glaube ich, ne? Und ich sag für dir, mein Lieblingszitat für diese gesamte Zeit ist ein Shakespeare-Zitat, das da heißt, Ruhe ist die beste Hilfe. Amen. Und ich glaube, das ist das Beste. Ab und zu mal einfach. Einfach so mal wie ich jetzt. Ich habe zu viel Schnauze halten und zuhören. Nein, du redest nicht zu viel. Absolut. Ich finde es ja super spannend, deswegen freue ich dich. Du hast ja auch eine eigene Produktionsfirma mit Paloma Entertainment. Und inwiefern beeinflusst dich das Diktat dieses Medienzirkuses heute? Und was kann man da erwarten, was den Output in der Zukunft angeht? Mal gucken, ich bin da immer so, das ist natürlich, apropos, ne, wie schwer ist das, Dinge unter einen Hut zu bringen, und ich bin natürlich als Schauspieler auch dann relativ viel beschäftigt, so, aber der wird sicherlich kommen. Ich habe das damals eigentlich nur gemacht, um für die Sachen, die ich selber mache, als Autor und Regisseur, mitreden zu können, ne? Weil du weißt, wie das ist mit den Verträgen, und da ist es manchmal einfach ganz gut, es ist einfach ganz gut, Kontrolle auch zu haben. Aber wir haben uns auch nie hingestellt und haben gesagt, wir wollen jetzt, ne? Aber da wird sicherlich noch was kommen. Ja, ich meine, das ist ja halt auch immer diese Verantwortung, die damit einhergeht, ne? Was pushst du raus? Wie ist das Feedback? Und wie gehst du möglicherweise mit irgendwelchen gesellschaftskritischen Inhalten vielleicht um, die sich auch tendenziell immer mal zu einem Shitstorm entwickeln können? Ne? Gerade was so politisch behaftete Filme angeht, wo du ja auch in dem einen oder anderen deine Rolle gespielt hast. Und ich finde aktuell, wenn ich mir so die Medienlandschaft ansehe, es ist sehr lobenswert, wenn es so diese gewissen Persönlichkeiten gibt, die ihre Reichweiten, ihren Impact für wirklich das Richtige auch mit einsetzen, was sie dann nochmal von dem ganzen anderen Zirkus abhebt. Zum Beispiel ganz konkret der Fall Joko und Klaas. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was im Iran aktuell los ist. Mhm. Wir haben gerade die Iran-Revolution 2022. Das finde ich super. Das macht Sinn. Also das finde ich super. Unglaublich, ne? Also wirklich sehr lobenswert. Ein sehr smarter Move. Mhm, war absolut. Kein Rocket Science, das umgesetzt zu kriegen. Ja, absolut. Aber in der Lage zu sein, mal kurz Revue passieren zu lassen und zu sagen, hey, wenn wir unsere Insta-Kanäle an zwei junge Menschen im Iran abgeben, die gerade wirklich massive Probleme haben, nach außen zu kommunizieren, um Awareness zu erzeugen, haben sie natürlich durch unsere Reichweite in Deutschland direkt einen Jackpot, was natürlich super wichtig ist. Das sind für mich so diese ganz markanten Einzelfälle, die dann nochmal hinzukommen zu diesem ganzen Medienrummel,
warum machen wir das eigentlich? Ne? Was ist der Punkt? Ja, das ist doch super zu sehen, dass man dann, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit ist, sowas zu nutzen auf eine wirklich sinnvolle Art und Weise. Mhm. Das ist zum Beispiel der Grund, weswegen ich aufgehört habe, das Medium zu benutzen. Ne? Und Instagram zum Beispiel benutze als Zugucker. So ab und zu, wenn ich lustig bin, mache ich mal irgendeine Story oder so. Aber ich mache dieses, weißt du, so bum, bum, bum. Also ich sehe das nicht mehr als etwas, was ich in irgendeiner Form irgendwie beacker oder wo ich, weißt du, so, sondern ich gucke halt, was passiert. Mhm. Aber sonst lasse ich eigentlich größtenteils die Finger davon. So, weil ich gemerkt habe für mich irgendwann, so. Das fing eigentlich damit an, dass ich so gemerkt habe, so was, du überlegst dir jetzt, was du posten könntest, so, ne? Mäßig so. Was ist das überhaupt für ein idiotischer Gedanke so? Wieso soll ich mir überlegen, was ich heute gegebenenfalls irgendwo poste? So, wieso mache ich mir über sowas überhaupt Gedanken, weißt du so? Warum? Und habe dann irgendwann gemerkt, das wurde dann wie so eine Zange. Umso mehr ich darüber nachgedacht habe, warum ich jetzt überhaupt was poste, desto mehr habe ich darüber nachgedacht, was ich poste, und desto kleiner wurde das Fenster, weißt du, weil ich immer mehr gemerkt habe, so, wieso soll ich das denn jetzt posten, so, wieso, dann poste doch mal diese, wieso, das ist völlig idiotisch, warum soll ich das, weißt du, so, und irgendwann wird alles belanglos, wo du früher, also du fängst an und machst, ja, lustig, ja, guck mal hier, poste ich, tap, und dann wurde das so ein Ding und ich habe einfach immer mehr so, was machst du da eigentlich und logischerweise dann auch, warum? Ja. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, dann blieb einfach nichts mehr übrig. Ich wollte einfach nichts mehr posten, so, weißt du? Und dann war es vorbei. Und dann habe ich so gemerkt, nö, das ist... Und gleichzeitig aber ist es etwas, was die ganze Zeit wie so ein Eigenleben halt irgendwie führt. Und da, ich habe halt so, wie soll man sagen, ich versuche so weit wie möglich irgendwie so davon entfernt zu bleiben, weißt du so? Aber du bist ja gesettelt, ne? Da muss man ja auch nochmal differenzieren. Du hast ja wirklich... die Persona, die soziale Medien als mögliches Sprungbrett nutzt, um diese gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, um Reichweiten zu generieren, um möglicherweise dadurch den Erfolg auch zu erwirtschaften. Und dann hast du natürlich die Personen, die einfach schon gestanden sind, wie deine Wenigkeit, die Reichweite haben, die es auch möglicherweise oder nicht möglicherweise, die es ganz klar einfach nur als reines Kommunikationstool mitnutzen können. Ich verstehe das Dilemma, was du gerade beschreibst, ne? Das ist ja auch... das große Dilemma dieses ganzen Social-Media-Wahnsinns, was poste ich als nächstes? Und dann die Frage sich mal zu stellen, muss ich das überhaupt gerade tun? Also es ist die alteste Frage nach und das ist eben, darum geht es dann auch am Ende des Tages wirklich. Ich habe hier überhaupt kein Problem damit, dass Leute posten, machen, tun, auch immer, was sie wollen. Ja. Für mich ist es so, ich finde, es geht am Ende des Tages immer um Skills, so weißt du, und um Content im wahrsten Sinne des Wortes. Na klar. Und da bin ich zum Beispiel jemand, der... wenn ich was mache, dann habe ich einen Anspruch an das, was ich tue. Und das ist nicht einfach nur, verstehst du, was ich meine? Sondern ich finde es vollkommen okay, wenn man der Welt ein Geschenk machen will mit dem, was man kreativ erwirtschaftet hat. Ja, so. Okay. Aber dann musst du verdammt nochmal auch dir ein bisschen Mühe gegeben haben. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Und das ist das absolut, Grundproblem, ja, was ich habe. Wenn die Leute sich wirklich Mühe geben würden, deswegen zum Beispiel, erinnerst du dich an Wein? Ja, klar. Wein war richtig geil. Ja, erinnerst du dich? Geschafft, ne? Ja, hat komischerweise nicht geschafft. Aber erinnerst du dich? Waren teilweise richtig kreative Filmchen mit irgendwelchen Sachen. Die war richtig kreativ. Das waren diese kurzen Clips, oder? Genau. Aber das war teilweise viel kreativer als das, was du da auf TikTok siehst und diese ganzen. Das hat es nicht geschafft irgendwie. Ich reg mich einfach nur. Also, wie soll man sagen? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, jemand gibt sich Mühe. Weißt du so? Und das nervt mich manchmal einfach. Das ist alles so, weißt du, ich komme aus einer Zeit, wo man auf 35mm CinemaScope Filme gedreht hat. Weißt du, wie geil da alle aussahen? Meine Güte, ey, als diese scheiß HD kam, habe ich schon gedacht, ach du Kacke. Ja, und spätestens Mitte 40 wurde es dann so, ach, können wir nicht wieder so wie früher? Back to the roots, maybe. Naja, und dann weißt du, so in so einem billigen Dings da mit so einem billigen Ringblitz, so machen die da und denken mir so, komm, Digga, wenn du schon, dann mach, gib dir ein bisschen Mühe, dass es ein bisschen gut aussieht. Weißt du, so, das ist so mein... Ja, stuft halt ab, ne? Das hat der Kommerz dann, ne? So, jeder hat irgendwie den Easy. Und wenn du dich schon selbst vermarktest, so, dann sieh wenigstens zu, dass es richtig geil aussieht, weißt du? Absolut. So. Oder dass es lustig ist, oder dass es irgendwas hat, also irgendwas, wo man einfach sagt, das ist es wert, in die Welt hinausgetragen zu werden. Das ist der Anspruch, den ich gerne an diese Medien hätte. Verstehe ich total. Viele Musiker haben es natürlich für sich entdeckt als wundervolles Kommunikationstool, um ihre Werke wie Schauspieler zu promoten. Du bist ja auch ein großer Rap-Fan. Ist jetzt auch kein Geheimnis, ne? Weiß man jetzt nicht erst seit gestern. Alleine, wenn man sich die Affiliations ansieht, so
wer wie auf musikalischer Ebene irgendwie mit Moritz Bleibtreu connected ist, bist du ja auch eine gern gesehene Koryphäe, möchte ich mal sagen, in der deutschen Rap-Kultur. Du hörst bestimmt auch noch gerne Rap, das kannst du mir natürlich auch gleich selber beantworten, aber was hörst du noch so? Also wo sind so deine Hidden Champs, wo du sagst, ey, der Sound irgendwie, das ist der Shit aktuell für mich. Momentan, also rapmäßig, ich mag so, also Deutsch, ja, das ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten Deutschrap gehört. Ich komme ja aus so einer Zeit, ja, wo das halt, wie soll man sagen, das war immer irgendwie so ein bisschen wack, weißt du so. Und eigentlich mit Agro Berlin änderte sich das so und trotzdem habe ich irgendwie nie so wirklich zum Selberhören so richtig einen Zugang gefunden, ja. Komischerweise. Immer so nebenbei, dann gab es mal hier einen Track, den ich gemocht habe, da eine Sache, die ich mochte, aber so richtig gepumpt habe ich es dann nicht, weißt du, dann ja. Kam dann sowas wie, weiß ich nicht, Besuchstag, so, weißt du, damals, ne, Cello Abdi, ne, und ich so, was ist das denn so, oh, guck mal, was er sagt, ne, und für mich ging es dann im Rap eigentlich immer mehr darum, wie einer was sagt, ja. Als darum es zu pumpen, verstehst du, was ich meine? Das absolut, ist ganz komisch. Ja, die Message war wichtiger. Das ist so diese komische, zerrissene Deutschkultur-Geschichte, die ja. In meinem Alter irgendwie noch eine Rolle spielt, aber es gibt natürlich einige jetzt in Deutschland, die ich super finde auch, ne? Aber ich höre es halt persönlich nicht so richtig. Was komischerweise. Hast du denn heute? Hauptsächlich UK. Also echt? So Prime Sound? So. Voll. Das ist der Shit, ja, ne? Alter, dies, das und. Ja, ich habe gerade, wir haben vorhin, die Kinder von, das sind die Kinder von Mike Skinner, ne? Absolut. Streets. 100%. Das sind die Mütter, die haben das gepumpt und die Kleinen, und das sind die Kids, die machen jetzt Mucke und das ist, gefällt mir sehr gut. Und auch diese Revival des Two Steps, ne? Dann sind Rewind. Ich finde das auch sehr schön. Ich verstehe dich auch total, was du meinst. Also ich bin auch mit Ami-Rap groß geworden. Übrigens, weißt du, was mir auch unheimlich gut gefällt an dem ganzen Grime-Scheiß? Natürlich gibt es auch die bösen Sachen. Aber wenn du dir gerade die Jüngeren anhörst, hast du mal gehört, über was die rappen? Die sagen dann so, was ich, when I was young, I didn't have food in the fridge. Und die sind dann so, die machen nicht auf Mütteramsen, sondern die reden über Probleme, die sie haben. Und es ist total niedlich. Und es ist vor allem irgendwie, wo du sagst, ja, es ist vor allen Dingen auch nicht so dunkel. Ich mag es halt einfach auch, wenn Geschichten erzählt werden im Rap. Und auch wenn ein bisschen Hoffnung da ist, weißt du? Wenn das alles nur noch Darkness ist, dann gefällt mir das nicht. Mir ist das, auch gerade was in Amiland da gerade passiert, das ist mir einfach alles way too dark. So. Das ist nicht mein Ding. Du hast vorhin die Filmlandschaft angesprochen und dass du sehr US-geprägt warst, wo du natürlich nicht der Einzige bist. Ja. Ich muss auch eingestehen, ich hatte nie wirklich eine große Schwäche für die deutsche Filmkultur in jungen Jahren. Ich bin 39 und war stark geprägt von der US-Medienlandschaft. Ich glaube, dass wir aber aktuell, es gab immer vereinzelte Werke, deutsche Werke, die ich natürlich abgefeiert habe, so möchte ich das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich glaube so, mit diesem gewissen Rückgang der US-Außenpolitik, die vielleicht gar nicht so fatal jetzt ist, aber schon gefühlt ein Stück zurückgegangen ist, ist die deutsche Filmkultur sehr stark in den letzten Jahren nach vorne gepirscht. Ja? Also ich merke einfach, natürlich hat das auch damit was zu tun, dass wir jetzt über Streaming-Plattformen, On-Demand-Formate haben, die super funktionieren. Man hat natürlich die ganzen kulturellen Veränderungen innerhalb der Bundesrepublik, die dazu beigeführt haben, dass auf einmal natürlich Themen wie Street und Co. auch super spannend sind, ne? Und auch kredibil aus dem Land heraus produziert werden können. Man denke nur an Formate wie 4 Blocks von Kida Ramadan zum Beispiel, grandios meiner Meinung nach. Und da hast du auch schon immer eine sehr wichtige Rolle gespielt in dem Part. Also wenn ich mich daran erinnere, welche Werke in diesem Space wirklich, wirklich kredibil waren und Impact auf meine Person hatten, dann sind es halt Werke wie Chico zum Beispiel, die ihrer Zeit voraus waren, muss man einfach sagen. Empfindest du das genauso? Würdest du auch sagen, dass das so gerade wirklich stark kommt und endlich auch an einem Punkt angekommen ist, dass man sagen kann, es wird jetzt einfach appreciated? Oder wie siehst du das? Man kann sagen, jetzt so langsam ist der deutsche Film vielleicht wo angekommen. Ja. Er hat es geschafft, die Streamer haben es geschafft, dass der deutsche Film Genre endlich verstanden hat. Mhm. Aber auch, weil die großen Streamer vorgeben, wie Genre funktioniert. Ja. Also wir haben uns in kürzester Zeit wie in so einem Schnelldurchgang bei einer Waschmaschine von den Amis erklären lassen, wie es denn jetzt geht. Ja, voll. Und eigentlich wissen wir das auch schon lange.
Aber Deutschland hat halt, guck mal, das Ding ist so, ich komme aus einer Zeit, wo es überhaupt völlig uncool war. Ich fand ja auch alles, was deutsch war, immer scheiße. Die deutsche Identität ist geprägt davon, dass wir keine kulturelle Geschlossenheit oder eine kulturelle Innigkeit, geschweige denn irgendein Sentiment oder so haben. Das ist ja in Deutschland, das wird immer so ein bisschen so sein. Deswegen haben wir in Deutschland auch gerade, was die Mainstream-Kultur betrifft, oft einen vielleicht relativ mediokren Geschmack, weil wir es unheimlich schwer haben aufzuschauen, weil eine Kultur ist ja auch immer von dem Stolz auf die eigene geprägt. Das heißt, wenn ich nicht fähig bin, meine eigene Kultur zu umarmen, um zu sagen, ey, Alter, wir sind einfach auch geil so, dann wird es unheimlich schwer, den Einzelnen zu bewundern. Verstehst du? Deswegen die Italiener, ne, die haben damit kein Problem, weil die sind stolz auf sich, die haben einen Identitätsbegriff, die haben einen Begriff von Patriotismus, der gesund und schön ist und der sich dadurch äußert, dass sie Lieder gemeinsam singen. Wenn du bei uns einen Begriff wie Patriotismus in den Mund nimmst, dann bist du ganz schnell in der ganz falschen Ecke. Und das hat in der Kunst massive Auswirkungen, in der Musik, bei Filmen, überall, weil das ist immer Identifikation und Projektion. Das heißt, wenn ich meinen Helden nicht aufgrund wirklich liebe und verehre, dann wird es unheimlich schwer, einen Helden zu stilisieren. Deswegen erzählen wir keine Helden oder haben über die Jahre nie Helden erzählt. Unsere Helden sind immer Anti-Helden gewesen im deutschen Kino. Und jetzt so langsam ist der Zeitpunkt angekommen, wo die Kids das komplett umarmt haben. Stars wie Elias haben unheimlich dazu beigetragen. Emilio wird jetzt wieder dazu beitragen. Leute wie Till haben diesen Weg geebnet. Die Leute mussten im Laufe der Jahrzehnte überhaupt erstmal lernen, in Anführungsstrichen die Deutschen oder das Deutsche zu umarmen. Und jetzt ist das langsam soweit. Und zwar um zu umarmen, ohne dass man irgendwie sagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Weißt du, was ich meine? Sondern mit einer Gelassenheit. Sowas. Und das ist schwer in Deutschland. Und deswegen ist der Heldenbegriff innerhalb des Films, das ist ein Riesenproblem, nicht so einfach. Und jetzt zum Beispiel Filme wie Rheingold, die werden massiv dazu beitragen, dass eben auch da sich unheimlich viel ändert. Und ich glaube, es ist sehr, wenn man momentan sich so umguckt, gut, das Kino an sich hat eine schwere Zeit, das wird auch weiterhin so bleiben. Aber was die Filme an sich betrifft, die Filmelandschaft an sich, da kann man schon sagen, es ist toll, was in den letzten, was ist das jetzt, so 15 Jahre, die letzten fünf waren richtig krass, Du hast gerade Rheingold angesprochen. Also ich finde, ein Film, der wirklich gerade herausgestochen ist, der nicht nur endlich mal wieder Erfolge in Kinos verbucht hat, bundesweit, sondern der wirklich, wirklich sehr klar zum Ausdruck gebracht hat, wie du gerade so schön gesagt hast, dass es genauso Leute wie Emilius sind, die gerade eben unter anderem dieses Revival mitunter bestimmen, definieren, Leute wie Fatih einfach, die es schaffen, das Werk, die Biopic eines Rapstars so zu gestalten, dass es nicht einfach nur Just Another Rapper-Film ist. Ja. Und der Film hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich dachte, es ist jetzt ein Rapper-Film, den Fatih einfach nochmal geil gepimpt hat. Aber es war ein wirklich sehr politischer Film gewesen. Es war alles andere als ein Rapper-Film gewesen. Und Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall raus an Chata, Emilio, Fatih und alle anderen. Puh, puh, puh. Yes, ein wirklich, wirklich schönes Werk gewesen. Shoutout. Ich habe da letztens was aufgeschnappt im Netz. Da muss ich dich jetzt einfach mal drauf ansprechen. Was ist da mit Flair und Skepta los? Ja? Berlin, Doku, Film, dies, das. Die Jungs sind am Machen. Die sind am Machen. Ja, wir müssen gucken. Die sind am Machen. Das ist, wie es so ist. Das ist immer unheimlich schwer, über ungelegte Eier zu reden. Aber die sind am Machen. Die sind da was am Machen. Und da müsste bald auch was kommen. Schau doch an Flair. die sind am Machen. Da müsste bald was kommen. Ja. Ist dir der wiederkehrende, doch sehr erfolgreiche Hype um Filme, um Easter-Filme, Made in China, Korea und Japan aufgefallen? Allein wenn man mal bei Netflix reingeht und schaut, was da auf einmal an massivem Angebot aus Asien am Start ist. So, what the fuck, Alter? Ja, was ist passiert? Das war immer da. Don't get me wrong, das war immer da. Ne? Mangas haben immer schon seit Jahrzehnten ihren Hype. Aber auf einmal ist es omnipräsent, habe ich das Gefühl. Ja, weil in China ja, vor allem hat das natürlich was damit zu tun, dass der chinesische Markt, also der Kinomarkt als solches vor allem erstmal, aber natürlich auch der Streamermarkt überhaupt jetzt erstmal anfängt, über die Infrastruktur so wirklich zu greifen. Ne? Also wenn du jetzt in Amerika einen großen Kinostart hast, wo du, ich weiß nicht wie viele, hunderte Millionen einspielst bei, ich weiß nicht, was ist eine realistische Kopienzahl in Amerika? Ich glaube so um die 2000 oder sowas vielleicht. Ja. Was sind das in China? Deutlich mehr. Es ist eine Menge. Eins ist mal sicher, wenn du es schaffst, in China deinen Film ins Kino zu bringen, dann
Ja. Oh, das wäre es. Rheingold in China. Let's go. Let's Boah, go. Das ist ja crazy. Er war jetzt gerade in Thessaloniki gewesen. Ich weiß. Ne? Gestern hat er eine Premiere gehabt oder vor ein paar Tagen. Ja, und dieser Markt, der wirbelt natürlich alles total durch jetzt, ne? Weil die natürlich jetzt auch richtig Gas geben. Und die, klar, also du kannst ja auch Budgets immer gestalten, gemessen an deinem Heimmarkt, ne? Am Boxoffice, am möglichen Boxoffice. Deswegen können wir in Deutschland nicht Filme für 50 Millionen machen, das ist vollkommen unmöglich, weil das Geld würden wir nie wieder reinholen. Ne? Also gleichzeitig, wenn du jetzt in China dir überlegst, weiß nicht, was da ein möglicher Riesenerfolg da ist, dann kannst du da wahrscheinlich irgendwann Filme für, ich weiß nicht, 500 Millionen machen oder für 1 Milliarde und das rechnet sich immer noch oder so. Ne? Ja. Aber das ist eben China. Ja, aber siehst du Gefahr, dass die Kunst unter dem Diktat des Kapitals, unter ja, dieser Bestimmung des Kapitals auch ein Stück weit leidet vielleicht? Schwer zu sagen. Ich glaube, was vor allem irgendwie so ein bisschen ein Problem ist, ist die Masse. Auf der anderen Seite hat es das in der Literatur auch immer irgendwie gegeben. Es hat immer mehr gegeben und das hat auch sozusagen den Markt nicht kaputt gemacht. Ich glaube, dass es wird halt eher so sein, das Kino als solches wird wahrscheinlich immer mehr, Tarantino hat das ja auch schon mal in einem Interview gesagt vor, ich weiß nicht, 10 Jahren, wo er gesagt hat, das wird halt immer mehr wie ein Amusement-Park, ne? Also wo der Film alleine steht nicht im Mittelpunkt, es ist möglichst Family Entertainment, also noch ein paar Rutschen da und dann kannst du ein bisschen dies, dann gibt es was zu essen. Ja. Also es geht dann nicht mehr nur noch um den Film, so, ne? Und das wird aber, glaube ich, zur Folge haben, dass es auch immer dann eben als Opposition, wenn du so willst, ein lebendiges Kunstkino geben wird, ne? Ähnlich wie im Theater. Also man hat diesen ganzen Institutionen immer den Tod vorausgesagt und die sind immer noch alle da, weißt du? Verdammt. So Video Killed the Radio Star, das stimmt ja alles nur bis zu einem bestimmten Grad, ne? Also das ist ja dann doch, die Oper existiert nach wie vor, ne? Das Theater ist immer noch da, das Radio ist immer noch da und ich glaube, das Kino wird halt auf der einen Seite immer mehr, immer größer werden und immer spektakulärer und immer riesiger, höher, schneller, weiter und auf der anderen Seite wird sich eine gesunde Opposition bilden, ein Kunstkino, ein gesundes Kunstkino, wo die Leute eben möglichst wilde kleine Geschichten erzählen, so, ne? Wenn ich gerade mal so an die deutsche Filmlandschaft wieder zurückdenke und das mit deiner Person in Verbindung bringe, fällt mir da immer so ein sehr markantes Werk aus auf Lambok. Ja. Ein Film, der unglaublich influential war. Ein Film, der viele Augen geöffnet hat. Wer hätte eine das gedacht? Thematik ja, wirklich zugänglich gemacht hat für viele, die möglicherweise einfach viel zu konservativ sind, gegenüberstehen. Ähnlich wie mit Chico auch, finde ich, war dieser Film zum Teil seiner Zeit voraus gewesen. Zum Teil bin ich sehr glücklich, dass er zu der Zeit schon passiert ist. Ich glaube, ich habe vorher ohne Scheiß Half-Baked und Friday gesehen, bevor ich Lambok gesehen habe und war wirklich beeindruckt, dass wir auf einmal auf deutscher Ebene so einen geilen, entertaining Film über das Thema Cannabis haben, was auch sehr kredibil, sehr ehrlich nach außen getragen wurde. Das war für dich auch immer ein Thema gewesen, oder? Ist Cannabis ein Teil deines Lebens? Ist es etwas, wo du sagst, nee, ich spiele es gerne mal, Hobby? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Doch, das kann man schon so sagen. Also ich bin ja in einem sehr, in Anführungsstrichen, offenen Haushalt, im kleinstmöglichen mit meiner alleinerziehenden Mutter groß geworden, die eine sehr weltoffene und auch bis zu einem bestimmten Grad verrückte Frau war und eine ganz, ganz tolle Schauspielerin und jemand, der mir immer beigebracht hat, dass man alles möglichst von allen Seiten betrachten sollte, ne? Und in einem Umfeld, wo Rausch, also in dem Fall hauptsächlich Alkohol in den Zeiten meiner Mutter, auch irgendwie ein Teil von allem irgendwie immer war. Deswegen habe ich das nie und gleichzeitig bin ich dazu noch eben in St. Georg groß geworden, wo mir die dunkle Seite, wenn man so will, der Drogen immer direkt vor der Tür stand, ne? Mit den Junkies, die mir da jeden Morgen durch meine Hoftür irgendwie entgegengekommen sind, ne? Und bei mir war das ganze Ding mit Weed, es war wirklich verrückterweise, waren es Comics. Welche Comics? Freak Brothers, Digga. Ich leider nicht. Freak Brothers, da gibt es übrigens jetzt auch als Zeichentrick, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Aber Comics, es war so, ich habe ein begeisterter Zeichner früher gewesen. Ich habe unheimlich gerne gezeichnet, Graffiti auch gemacht. Spannend. Und gezeichnet. Geil. Und habe Comics gelesen und habe mich wahnsinnig für Comics fasziniert. Und dann gab es diese ganze Underground-Comics-Zeit der 70er Jahre, wo, und da wurde halt Weed immer wieder thematisiert. So, und da habe ich schon immer so gesagt, so, was machen die da? Und ich fand das immer irgendwie lustig, weil die haben immer gelacht und hatten immer Appetit und die Geschichten waren irgendwie lustig und nichts war depressiv und nichts roch nach irgendwie Gosse und eklig und dreckig und so. Und dann kam
Dann kam Reggae, dann kam Bob Marley und dann kam diese Musik und dann habe ich recht schnell verstanden, aha, es gibt, ach, das ist das, worüber, ach, das ist das. Und dann war ich schon so, das finde ich irgendwie nicht ganz scheiße. So. Und dann habe ich irgendwann zum ersten Mal einen Joint geraucht, wie das jeder so macht. Ne? Wie alt warst du denn? Ja, das ich noch. Ich war relativ jung, ich glaube, ich war so 15 oder sowas. So, ja. Sowas. Und ja, und dann hat man immer wieder mal einen Joint geraucht. So. Und ich finde, habe relativ früh gemerkt, das ist eine Droge, die... die mir per se erstmal, zumindest wenn ich mit ihr einen vitalen und guten Umgang führe, die mir erstmal nicht wehtut. Ne? Also ich habe jahrelang Sport gemacht, so, ne? Ich habe 12 Jahre lang Kampfsport gemacht, dies, das. Ich habe nie irgendwelche Probleme so physisch gemerkt. Ich habe, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit nur gekifft hätte, aber es hat mir nie wirklich, ich bin nicht wie mit Alkohol mit einem Kater wach geworden. Ne? So. Ja, ich ja. Hab, und deswegen... habe ich immer, also mein Bezug zu der Droge wurde nie schlechter, sondern es wurde immer eher sympathischer. Ne? Dann habe ich gedacht, naja gut, als ich zum ersten Mal in Amsterdam in einem Coffeeshop saß, dachte ich so, guck mal, hier schreit keiner Alkohol, ne? Hier prügelt sich keiner, hier ist keiner laut. Es sind eigentlich alles sehr intelligente Menschen, durch alle Schichten, by the way, also alles vom Geschäftsmann, vom Arzt bis zum dies, bis zum das und alles eint sie alles und alles friedliebende Menschen, was für mich immer eine der absoluten so Pro-Argumente sind, wo ich immer so, hast du schon mal einen aggressiven Kipper gesehen? Nein. Gibt's nicht. Und wenn, hat er gesoffen. Das ist halt eher selten. Und da sind Leute, die gelegentlich rauchen, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Und da ist das irgendwann, also es war dann nicht nur eine, apropos Rap-Shit auch zum Beispiel, ne? Hip-Hop-Kid der ersten Stunde, White Lines, ne? Don't do it. Ja. Also Kokain im Gegensatz zum Rap der heutigen Zeit war der Teufel so. Ne? Das war hier, es ging gar nicht. Nach wie vor. Ja. Ganz wichtig, Kinder da draußen, lass die Finger von dem weißen Zeug. Stichpunkt Jugendschutz. Absolut. Und das ist auch für mich, und weißt du, wenn man dich die Teilaspekte einfach durchschaut, das ist eine Pflanze. Ne? Das ist ein Samen, den tust du im Boden, das ist eine Pflanze. Wenn du die gut behandelst, dann gibt sie dir ein paar Blüten, dann machst du dir einen Tee draus, dann rauchst du dir einen Joint draus, machst dir ein paar Kekse. Wie böse kann diese Pflanze zu mir sein? Und natürlich, Richtig. Wie mit allen Dingen im Leben, das Maß ist wie bei allem alles. Ne? Ja. Aber ich habe wenig Gründe in meinem Leben gesehen, um das Zeug zu verbannen oder zu verteufeln. Ja. Im Gegenteil, ich habe eher Gründe gesehen, viele Gründe gesehen, zu sagen, nö, ich finde, das ist absolut tolerabel in einer Gesellschaft, in der wir leben. Viel mehr als zum Beispiel eine Droge wie Alkohol, eigentlich, im Grunde. Ja, ne? Ich finde es spannend, dass du halt Droge sagst, weil... ja, wie soll man es benennen? Es ist ein Rauschmittel. Um Gottes Willen. Aber ich sage ganz bewusst Droge, weil man natürlich wissen muss, egal wie, wieder Kinder da draußen, besser ist am besten vielleicht gar nichts zu nehmen. Ich will nicht derjenige sein, der irgendjemandem vorschreibt, was er tut Absolut oder was er nicht tut. Sicherlich. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist eine Droge. Und das zu bewerben, ist in jeder Hinsicht scheiße. Ne? Egal, um was für eine Droge wir da reden. Gleichzeitig aber glaube ich, dass die Position, die die Droge in der Gesellschaft momentan hat, dass die durchaus reformbedürftig ist. Ja, Stichpunkt Jugendschutz, ja. Du hast gerade mehrmals das Thema auch angesprochen, du hast selber auch Kinder. Wie gehst du damit um in der Zukunft? Also ich bin zum Beispiel, ich habe auch Kinder und ich bin der Meinung, man muss damit verantwortungsbewusst umgehen, gar keine Frage. Ich finde auch gerade in der Situation, in der wir uns befinden, worauf ich gleich nochmal eingehen werde, ist sehr wichtig, dass das immer mit dem Bedacht auf Jugendschutz ausgerichtet ist, wie Absolut. Auch immer man es formen möchte. Das ist schön. Aber ich finde, diese Stigmatisierung von Cannabis ist einfach ein absoluter Fail im Vergleich zu der legalen Situation rund um die Droge Alkohol. Das haben wir mal schon angesprochen. Ja, und auch Nikotin, ne? Um mal ganz ehrlich zu sein. Ja, also auch Nikotin, auch da sprechen die Zahlen ganz eindeutig für sich. Da gibt es einige, und Alkohol natürlich, klar. Ich weiß nicht, wie viele Leute sterben im Jahr an Alkohol? Zu viele. Keine Ahnung so. Nee, das meine ich. Ich glaube, dass die Wahrnehmung einfach, die ist reformbedürftig. Ne?
Ja, und, und da hat sich auch so viel, auch da hat sich so viel geändert in den letzten Jahren. Ich meine, ne, also ich glaube auch, dass das Drogenkonsumverhalten von Jugendlichen sich massiv geändert hat. Also wenn man schaut, wie viele Leute früher mal gekifft haben oder wie viele heute kiffen, ich glaube, es macht keinen großen Sinn mehr, das per se zu verbieten. Ich glaube, da gibt es ganz andere Dinge, die man per se und radikal verbieten sollte und muss, ne? Apropos das, worüber wir gerade gesprochen haben und so. Da habe ich auch keine Toleranz. So, ne? Also man wird die Leute nie davon abhalten, Rausch in irgendeiner Form und Weise für sich in Anspruch zu nehmen. Aber man muss natürlich dann auch wirklich ganz klar gucken, wie sehr geht das zulassen der Gesundheit, der mentalen Gesundheit, der körperlichen Gesundheit und so weiter. Und wenn man sich das genau anguckt, dann glaube ich, ist man bei so einer Droge wie Cannabis durchaus auf einem Terrain, wo man sagen sollte, Leute, das könnte man vielleicht mal ein bisschen reformieren. Und ich meine, guck dir die ganze Welt an, guck dir, was in Uruguay passiert ist, guck, was in Kanada passiert, guck, was in Amerika passiert. Thailand vor kurzem. Der Umgang ändert sich auch. Da stand überall. Ja noch die Exekution. Schweiz, Spanien, ja. Es ist überall. Ja, ich glaube einfach, der verantwortungsbewusste Umgang muss ganz klar kommuniziert werden und eingehalten werden, genauso wie das irgendwann mal mit dem Alkohol der Fall war. Ich glaube, dass es keine Lösung ist, Sachen einfach zu verbieten, die sowieso konsumiert werden in der Gesellschaft, absolut, die nicht fatal, mit fatalen Folgen verbunden sind. Ja? Also wie du schon gesagt hast, es gibt gewisse Sachen, die ganz klar verboten sein müssen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich denke, gerade in dem Fall Cannabis und auch in der Situation, in der wir uns ja aktuell befinden, was ja jetzt auch nichts Neues gerade ist, dass man mit der Ampelfraktion auch die Legalisierung pusht und das auch durchbekommen möchte, war es im Grunde genommen ja auch eigentlich so eine Frage der Zeit gewesen, oder? Ich weiß nicht, wie du da gegenüber dem ganzen gegenüber stehst. Du, mich hat es sogar fast gewonnen. Also mich hat es auf der einen Seite hat's gefreut, dass die Diskussion geführt wird. So. Auf der anderen Seite habe ich fast schon gesagt, ui, die Eckdaten, da verstehe ich jetzt aber auch Leute, die sich darüber aufregen. Ja. Also 30 Gramm finde ich eine ganze Menge. Das hätte von mir aus auch viel weniger sein können. Also lustigerweise, ne? Aber ich finde es super, dass das diskutiert wird. Ich finde gut, dass darüber gesprochen wird. Und dass das angestoßen wird. Und das wird dann, ja, da wird es sicherlich dann irgendwann einen Konsens geben. Aber ich finde gut, dass darüber geredet wird. Das wird Zeit. Ja. Also ganz zu schweigen jetzt mal vom medizinischen Nutzen von Cannabis, der ja sozusagen da drüber nochmal steht. Also ja. Ist eine völlig eigene Sache, die aber in diesem Zusammenhang natürlich auch unheimlich wichtig ist. Weil wenn wir eh vor einem in Anführungsstrichen Produkt steht, das nachweislich vielen, vielen Leuten helfen kann, die gesundheitliche Probleme haben, dann sollte man natürlich die gesamte Diskussion, die darauf folgt, auch unter Umständen da mal ein bisschen anlehnen. Und die Zahlen sind ja auch beeindruckend, ja, was da in Deutschland passiert ist. Das Problem ist ja immer, die Interessen der Pharmaindustrie in diesem Fall, die verletzt werden. Ne? Wenn wir mal von dem medizinischen Aspekt sprechen, ja. Ne? Die dadurch dann auch einfach diese Grundtoleranz direkt auf breiter Fläche nicht zulassen. Dass wirklich jeder Hausarzt in der Lage sein könnte, es dir zu verschreiben. Dass es aber schon aktiv im Umlauf ist, es Leuten hilft, es Leuten von Chemikalien fernhält, die einfach nachweislich schlecht für den menschlichen Körper sind und dadurch einfach eine Alternativmöglichkeit bietet, therapiert zu werden. Mhm. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich denke, dass jetzt im Rahmen der Legalisierung, der hoffentlich zeitnahen Legalisierung, einfach die Verantwortung der Jugendschutz natürlich großgeschrieben werden müssen, an vorderster Stelle kommen. Dass es aber im Grunde genommen ein Zirkus ist, dass die ganze Zeit immer noch weiter hinauszuzögern, da es sowieso omnipräsent ist und nichts. Ja, ich denke schon. Und oder? Das nimmt ja mittlerweile auch, also als ich meinen allerersten Joint geraucht habe, war das eine absolut, also da gab es noch, wir haben immer noch aus Witz gesagt, die Alten haben gesagt, er spritzt sich Haschisch. Ne? Also das war ja wirklich abstrus. Es war ja auch, also wie soll man sagen, es gab null in irgendeiner Form das Gefühl, dass diese Droge auch eine Form von Teil des aktiven Zeitgeistes in irgendeiner Form und Weise ist, des aktiven Zeitgeistes, sondern das war subversiv, das war hoch verboten, ganz, 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 ganz schlimm. Eine Einstiegsdroge, hat man damals immer gesagt, das war das hauptsächliche Ding. Also wenn du das nimmst, dann nimmst du Heroin so irgendwann und bist tot nach 3 Jahren. Ja. Und das alleine, also wenn man sieht, wie sehr das mittlerweile einfach auch in der Mitte des aktiven Zeitgeistes steht, in Bezug auf, weiß ich nicht, also wie viele Leute rennen wahrscheinlich mittlerweile mit Hanfblättern irgendwie auf dem Cappy rum, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet, einfach weil es cool ist so. Ne? Ja, und das, glaube ich, da hinkt eben die Gesetzeslage vielleicht tatsächlich ein bisschen hinterher. Ja, Anti-Establishment einfach auch auf der Straße. Ne? Also ich bin der Meinung, du kannst dich echt nicht heute noch ins Fernsehen stellen und erzählen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Ja. Also wenn wir mal die Fackeln irgendwie zusammenbringen, dann ist es doch eher ein Alkoholkonsum, der mögliche
Gegenwirkung hervorbringen kann, reizbar macht, als dass man Cannabis pauschalisiert als Einstiegsdroge einstuft. Ne? Ganz ja, abgesehen davon. Das war davon, damals so ein Ding, wobei das damals noch nicht mal gestimmt hat, weil die meisten Leute E-Zigaretten geraucht haben, noch viel früher. Also dann wäre quasi die Zigarette die Einstiegsdroge gewesen. Ne? Ja. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so sehr das Ding. Ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, ist eben auch, ich glaube, es ist eben schon auch entscheidend wichtig, über die Art auch zu sprechen. Also das, was Cannabis im Kern ausmacht, in der Art der Wirkung der Droge auch. Darüber wird auch oft viel zu wenig gesprochen. Also was ich vorhin meinte, ne? Dieses so, schon mal einen aggressiven Kiffer gesehen? Nein. So, ne? Es ist nichts, apropos Koks, ne? Also das ist, und das ist sicherlich auch einer der Gründe, weswegen die Droge lange gesellschaftlich geächtet wurde, weil natürlich immer dieses Klischee da war von ungewaschen. Ja, und gleichzeitig aber auch der ungewaschene Typ, der da sitzt und nichts mehr auf die Reihe kriegt und so, wo man auch sagt, lange her. Aber so ganz raus aus den Köpfen der Leute ist das natürlich immer noch nicht so. Ne? Meinst du, das ist zu emotionalisiert, so die ganze Debatte aktuell? Jetzt die aktuelle? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, hast du Lanz letztens gesehen? Und Lauterbach, wer dort gesessen hat und wirklich massiv zerstört wurde. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum sich der Markus Lanz so aufgeregt hat, weil ich fand es jetzt nicht so. Wie gesagt, ich könnte vielleicht in Eckpunkten, würde ich vielleicht auch, wie gesagt, 30 Gramm finde ich auch ein bisschen viel. Drei Pflanzen müssen das auch nicht sein. Eine würde reichen. Also es sind solche Sachen, aber dass man das jetzt grundsätzlich so, oh, und unsere Kinder und. Das fand ich dann schon ein bisschen überzogen. Ja, fand ich schon ein bisschen überzogen. Aber gut, er hat das gute Recht, diese Meinung zu haben. Ja, total. Ich glaube nur tatsächlich, wenn man sich die Fakten anguckt und schaut, wie wird das wirklich konsumiert, wer tut das und wie stehen die Leute in der Gesellschaft da, dann ist, glaube ich, kann keine Rede mehr davon sein, dass das eine Droge ist, die dich ins Ausschießt oder die. Das ist auch dann nicht schlau beobachtet von Herrn Lanz. Also wenn man guckt, wer das alles nimmt, dann wäre das nicht schlau beobachtet zu sagen, dass das so brennend gefährlich ist. Agree. Sehe ich genauso. Vielleicht nochmal abschließend. Aber natürlich, um das abschließend zu sagen, auch das ist immer wieder ganz wichtig. Selbstverständlich geht es um den moderaten Umgang damit. Ne? Das ist ganz klar. Wie mit jedem Rauschmittel, wie mit allem. Du nimmst auch nicht 20 Aspirin. Es geht immer darum, wie viel nimmst du und wie machst du das. Und vor allem auch, was setzt man in Anführungsstrichen der Droge entgegen? Also wo kommt zum Beispiel denn auch dieses, ich glaube, eine dieser Urängste Cannabis gegenüber war auch immer die angebliche Antriebslosigkeit. Weißt du, so dieses, so der jugendliche Kiffer, was ich eben gerade meinte, der dann, da liegt nichts mehr, ich habe keinen Bock rauszugehen. So wie hat Dings damals, Jan Delay damals gesungen, das tut man so will nicht aufstehen, aber man braucht Kippen, weißt du, so dieses Ding. Und natürlich, man muss ja auch sagen, das bringt diese Droge ja auch mit, ne? Es ist viel, viel wichtiger, darüber zu diskutieren, wo ist mein eigener Antrieb und wie gehe ich damit um. So. Und ich glaube, wenn man einen gesunden Antrieb hat, einen kreativen Kopf und Spaß am Leben, dann, ich glaube nicht, dass das eine Droge ist, die dich so wahnsinnig ins Ausschießt. Da gibt es ganz andere da draußen. Und werden immer mehr übrigens. Die ganze Synthetik? Ich habe gerade letztens so eine Doku gesehen, über diese, wo ich gedacht habe, wie viele Namen von wie viel bitte crazy, Pillen ne? gibt es heutzutage? Mhm. Unfassbar. Also, nee. Da ist, unsere Pflanze ist so gefährlich, glaube ich nicht. Ich habe immer gerne, Weed auch immer gerne mit Wein verglichen. Ne? Also das ist eh lustig, dass sich dieser Vergleich nicht viel, viel mehr aufdrängt. Also die Traube, die Hanglage, das Ja, warum, wieso, Sonnenseite, Schatten, ja, nein, total, Sativa, so. Indica, von dann und dann, Zapzerab, Kreuzungen, so. Das ist, und das hat auch viel mit Genuss zu tun. Ja. Und das ist eben auch etwas, was ich an der Droge was ich schätze, also eben anders als andere Drogen, die man heimlich auf irgendwelchen Orten konsumiert und dabei nicht gesehen werden will, ist das ein sehr soziales Ding. Leute sitzen miteinander, wie gesagt, rauchen, reden, vapen oder dampfen oder was auch immer sie heutzutage machen. Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ne? Ja. Ja, Genuss ist ja halt auch einfach ein bewusster Umgang. Ne? Also uns ist, glaube ich, allen bewusst, es muss kontrolliert sein, es muss wirklich bewusst verantwortungsbewusst geschehen und nicht einfach wahllos, um genau in diesem Szenario anzukommen, dass natürlich ein Überkonsum dazu führen kann, dass du in den Seilen hängst und irgendwie den Arsch nicht mehr hochkriegst, auf gut Deutsch gesagt. Aber am Ende des Tages sehe ich das genauso wie du. Ich möchte dir danken für deine Zeit, für die nette Unterhaltung, lieber Moritz, und freue mich auf die Zukunft mit dir. Alles Gute noch. Danke dir.